Wenn diese Arschlinge an unsere Tür klopfen, schneide ich ihnen ein paar neue Löcher. Einer von denen wird dich heiraten und mit in die Hauptstadt nehmen? Vielleicht. Er würde sich mit dir vergnügen und abhauen, du dumme Elster. Und dich mit einem kleinen Soldaten zurücklassen, den du alleine großziehen musst. Setz dich doch. Lass uns spielen. Siehst aus, als könntest du recht gut würfeln. Ich bin's, Eivor. Öffne die Tür. Komm rein, aber sprich nicht zu laut. Als Männer werden aufmerksam. Wo werden wir wohnen? Die Einheimischen werden sich wehren. Der Krieg wird niemals enden. Oder sie zwingen uns ihre christliche Lebensart auf. Ruhe, Eivor. Vor 2 Tagen befreiten wir das Land von Kjötvi und seinen Hunden. Und doch feiern wir heute nicht, sondern wir kauern unter einer Wolke der Furcht. Aber so muss es nicht sein. Wir sind nicht die Untertanen eines Kindkönigs, der uns mit Füßen tritt. Wir sind der Rabenclan. Unser Schicksal gehört uns. Wusstest du vom Treueschwur deines Vaters an Harald? Nein. Und daher brennt meine Wut heißer als die jedes anderen Mannes hier. Aber das treibt mich nicht in die Verzweiflung. Wir können nicht in Nordwege bleiben. Nicht unter Haralds Stiefel. Nicht ohne neuen Krieg zu schüren. Also gehen wir voran in neue Lande. Nach Englerland. In eine neue Heimat. Unser eigenes Königreich. Die Söhne von Ragnar Lodbrok sind bereits seit 8 Wintern in Englerland. Ist überhaupt noch Land übrig für einen Clan wie unseren? Mehr als genug, Weib. Von den 4 Königreichen Englerlands ist nur eines wirklich befriedet. Ich habe nicht vor, mich an Haralds Leine legen zu lassen. Mir gefällt die Idee. Unsere eigene Saga. Ich bin dabei. Wir brauchen Zeit und Ressourcen, um uns eine neue Heimat aufzubauen. Aber die Beute aus dem Sieg über Kjötvi sollte genügen. Nein, die gehört meinem Vater. Als gerechte Entschädigung. In Englerland müssen wir von vorne anfangen. Du willst, dass wir mit nichts in ein Land ziehen, das wir nicht kennen? Zu Menschen, die uns hassen? Kjötvis Schätze könnten uns den Weg sehr erleichtern, Sigurd. Ich besiegte ihn. Ich habe ein Anrecht auf diese Beute. Unser Abgang soll kein Angriff auf meinen Vater sein, sondern ein Neuanfang für uns selbst. Ich verstehe deinen Einwand. Dann überlass Kjötvis Schätze deinem Vater. In Englerland gibt es genug Silber und Waren für uns alle. Gut. Ich wollte nicht, dass diese Wolke über uns hängt. Ein weiser Anführer achtet auch auf die Bedürfnisse anderer. Dann auf nach Englerland, bevor die Nacht anbricht. Packt ein, was ihr braucht, aber nicht mehr. Und haltet den Mund. Das Letzte, was wir brauchen, ist die Aufmerksamkeit von Haralds Truppen. Wie viel hast du gehört? Genug. Ein neuer Pfad hat sich gezeigt und deine Reise wird herausfordernd sein. Kommst du nicht mit uns? Um meiner Mutter willen kann ich nicht. Doch unsere Fäden kreuzen sich noch vor dem letzten Tag. Bis dahin, leb wohl. Thank you.
König der Forscher Fuß? Eivor, der Wind ist uns gewogen. Wir sollten unverzüglich ablegen. Du hast schnell gepackt. Sehr gut. Der Traum von neuen Landen ist ein starker Köder. Genau wie das Versprechen von Ruhm. Aber ein so liebgewonnenes Heim zurückzulassen, hat einen traurigen Beigeschmack. Zweifelst du? Nein, gar nicht. Die Knochen sind gefallen. Dann möge das Schicksal uns führen. Bist du bereit? Ja, stechen wir in See und reisen unbehelligt ab, solange wir die Gelegenheit haben. Sie ist vorüber. Siehst du? Das Schicksal reist schneller als wir. König Haralds Banner. Sigurd, was ist das für eine Versammlung? Was hast du vor? Einen Abgang, Vater. So würdevoll es nur geht. Wenn ich nicht König in meinem Geburtsland sein kann, beginne ich eine neue Saga in Englerland. Unfug! Dein Platz ist hier, mein Sohn, an meiner Seite. Es wird bald neue Siege geben und neuen Ruhm. Meine Entscheidung steht, Vater. Du stimmst mich nicht um. Jarl Styrbjörn, unsere Männer wurden bei einem Rundgang in der Nähe getötet. Und man sagt, Eivor hätte die Axt geschwungen. Könnten die Toten sprechen? Was würden sie über ihren Tod berichten, Wolfsmahl? Sie würden sagen, dass sie uns beleidigten und dass ich sie dafür erschlug. Da die Toten sich nicht verteidigen können, fordere ich ein Wehrgeld. 50 Stück Silber für jedes Leben. Per Gesetz. 50 Stück? Du kriegst es von mir. Ein Vater zahlt den Preis für die Torheit seiner Kinder. Das war großzügig, Herr. Wieso Englerland? Wieso alles fortwerfen für eine unsichere Zukunft? Hier könntest du die Heldin des Königs sein, Eivor. Dein Name wäre bekannt in allen Ländereien Haralds. Nein, ich werde mich nicht mehr in den Plänen anderer verfangen. Ich webe mir mein eigenes Schicksal. Eivor spricht für uns beide, Vater. Du hast deine Ehre gesetzt und deine Familie verloren. Ich hoffe, der Tausch war es wert. Wut und Trauer kämpfen um mein Herz. Doch ich bin heilfroh, dass sie uns Leben verlässt. Tränen ist vorbei, ihr schlaffen Säcke! Jetzt legt eure ganze Kraft in die Schläge! Teilt dir die Kraft gut ein, Dag. Wir müssen einen Ozean überqueren. Schon klar, du fauler Arschling. Sigurd, wie lautet der Kurs? Die Söhne Ragnars haben eine Siedlung an der Küste errichtet. Dort landen wir an. Singe ein Lied, um unseren Huger zu stärken. Ja, weg die Götter! Auf das Tor uns einen mächtigen Fruchtschick! Um uns anzutreiben! Ein Ozean liegt vor uns, Eivor. Und auf der anderen Seite erwartet uns ein neues Königreich. Kennst du Englerland schon von deinen Reisen? Ich war einen Sommer in ihrem Königreich Mercia. Das Wetter ist mild, das Land wild und üppig. Mittlerweile werden Ragnars Söhne es ganz erobert haben. Werden wir uns ihrem Heer anschließen? Sie schließen sich uns an! Bald wird ganz Englerland den Rabenplan kennen und den Ruhm, den wir zum zerrissenen Land brachten. Also nach Englerland! Für Ruhm und Schicksal! Nach Englerland! Nach Englerland! Oder Walhall!
Vorlesung an der University of Cambridge sagte Dr. Sierke den besorgten Zuhörern, dass die Wissenschaft ihnen nur wenige Antworten geben könne. Seit dem koronalen Massenauswurf im Jahr 2012 hat sich das Erdmagnetfeld um den Faktor 50.000 verstärkt. Das führte zu gewaltigen Störungen der Funk- und Satellitenkommunikation, gefährlichen Strahlungsbändern an den Polen und, wie wir alle beim Blick aus dem Fenster sehen, eine Aurora Borealis, die nie verblasst. Leider haben wir keine Erklärung dafür, wieso das passiert. Und wenn wir nicht bald eine Antwort finden, könnte das unser Leben, unsere Kommunikation, sogar unsere Evolution für immer verändern. Dr. Sierke sagte weiter das. Ich habe Elektrolyte für dich. Oho, mit verbesserter Zitrusrezeptur. Danke, Sean. Wie bringen wir das in Ordnung? Wie kannst du der Schlüssel zu allem sein? Du bist weit weg von zu Hause, Eivor. Ich würde gerne eine Runde spielen, aber ich habe leider was Besseres zu tun. Hast du meinen Tee? Alles hochwertiges Zeug. Oh, Minztee ist nicht wirklich Tee, Bex. Das ist nur ein Aufguss. Quasi schmutziges Minzwasser. Egal wie du es nennst, Sean. Hast du welchen gekauft? Selbstverständlich. Hey, tut mir leid, dass ich dich rausholen musste. Der Generator hat gestottert. Ich brauch sowieso frische Luft. Wie war der Datenstrom im Animus? Alles in Ordnung? Nach einer Weile war er stabil. Gut, gib mir einen Moment, dann kannst du wieder rein. Es ist noch ein Satellit abgestürzt. Hast du es gesehen? Hab ich. Das war einer von Abstergo. Gut. Naja, ein Großteil von Nordamerika hat kein GPS-Signal mehr. Also, es hängt davon ab, was man eben gut findet. Ja. Selbst wenn wir gewinnen, verlieren wir. Okay, wir sind soweit. Wenn du bereit bist, kannst du wieder rein. Geht's dir gut? Besser. Aber ich mache mir Sorgen, dass es nochmal passiert. Die zwei Datenströme. Ich kann es nicht ausschließen. Ich verstehe es ja selbst kaum. Es war wie zwei Persönlichkeiten, die um ein Gehirn streiten. Es tat weh wie eine Schrotladung in den Kopf. Tja, irgendwas an dieser Wikinger-DNA-Probe fühlt sich zu dicht an. Verrauscht. Könnte es der Stab sein, der irgendwie dazwischen funkt? Wie meinst du das? Meine Kopfschmerzen, meine Launen. Das ging los, als ich das Ding bekam. Ich hoffe, du suchst keine Ausreden für, du weißt schon, deinen Freund. Nein, verdammt. Mach ich nicht. Sorry. Pass einfach auf dich auf. Und wenn du spürst, dass du die Kontrolle verlierst, sag Bescheid. Ich versuch's. Wirklich, das tue ich. Ich bin durch die Hölle gegangen, um dich herzubringen. Wehe, das war es nicht wert. Das ist hübsch. Beruhigend. Ist es okay, wenn ich Musik anmache? Ja, mach ruhig. Cool. Hallo, Leila. Sean, was hältst du von dem Grab?
Nun, es widerlegt ein paar hundert Jahre Forschungsarbeiten über die ersten Europäer in Nordamerika. Aber abgesehen davon ist es nur ein Haufen alter Knochen, oder? Können wir mal kurz über das Ding in meinem Nacken reden? Ah, den Stimmungsstabilisator. Ja. Er ist nicht gefährlich, oder? Ich meine, ich fühle mich gut, aber ich möchte sicher sein, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Es sollte keine geben. Er blockiert nur Signale von außen. Ein passiver Effekt, damit der Stab dich nicht, du weißt schon, beeinflusst. Schon, was letztes Jahr passiert ist, dich. Ich hatte keine Kontrolle darüber. Ich wollte widerstehen. Ich verstehe. Und dein altes Team, vielleicht verstehen die es nicht, aber wir haben sowas schon früher erlebt. Trotzdem, wenn du mit uns arbeiten willst und herausfinden willst, warum die Welt zum zweiten Mal in 8 Jahren vor dem Untergang steht, dann trägst du das Ding, bis wir dir was anderes sagen. Befehl von William. Ich weiß. Das ist kein Problem. Es sind nur ein paar Wochen, ja? Bis wir mehr wissen. Du hast recht. Ich weiß, dass du recht hast. Genießen Sie den Aufenthalt, vergessen Sie nicht, den Müll rauszubringen und gießen Sie einmal am Tag die Pflanzen. Ja, das vergesse ich bestimmt. Stellst du das in den Kühlschrank schauen? Natürlich. In einer Minute. Denk dran, Tomaten kommen nicht in den Kühlschrank. Sean war fleißig. Sean, denk daran, die Blumen zu gießen, wenn ich da unten bin, okay? Ich schreib's mir in den Kalender und lasse es mir aufs Bein stechen. Okay, es geht weiter. Mit dem Langschiff dauert es etwa eine Woche von Norwegen nach England. Ich spule vor. Leila, alles okay? Kannst du die Nachricht nochmal abspielen? Wir haben eine Abschrift, falls du was Bestimmtes suchst. Ich könnte... Nein, ich will sie hören. Okay. Ich will vor dir nichts verbergen, es ist nur... Diese Nachricht führte uns zu diesem Ort. Zu einem Norwegergrab in Nordamerika. Und die Knochen da draußen sind unsere einzige Spur und unsere einzige Chance, den Planeten zu retten, bevor es zu spät ist. Hier ist sie. Ich lebte, ich starb und nun schlafe ich. Und im Schlaf träume ich. Und im Traum sehe ich ein Ende des Untergangs, welcher der Erde ein weiteres Mal droht. Finde das Wolfsmal, finde den Wütenden. Finde mich und rette uns alle vor einem weiteren Tod. Ziemlich verstörend. Die Impulse in der Nachricht. Bist du sicher, dass es nur Koordinaten sind, sonst nichts? Ich konnte nichts finden. Okay, ich bin bereit. Dann los. Englerland, unser neues Zuhause. Nichts im Vergleich zu Nordwege, aber wir werden es uns schon bald zu eigen machen. Ich bin froh, überhaupt Land zu sehen. Und noch glücklicher wäre ich über festen Boden unter den Füßen. Wir sollten nichts überstürzen. Dieses Gebiet gehört den Sachsen.
Das Königreich Mercia ist größtenteils unbefriedet. Sie werden uns aus jedem Geäst beobachten und Fallen aufstellen. Wir müssen wachsam sein. Randvi! Die Ruder rein! Anhalten! Hast du etwas entdeckt? Noch nicht, aber wir fahren voraus und kümmern uns um mögliche Gefahren. Folgt uns, wenn die Sonne den Horizont berührt. Verstanden. Möge Thor euch auf eurem Weg begleiten. Wir sehen uns bald wieder. Weiter! Ja! Soll dieses bewusste Feenvolk nur kommen und aufbieten, was es hat? Ich bin bereit! Sigurd, wissen die Söhne Ragnars, dass wir auf dem Weg sind? Nein, doch unser Besuch wird sie kaum verärgern. Von den vier Königreichen Englerlands haben sich die Söhne Ragnars nur in einem niedergelassen. Der Rest steht uns frei. Werden wir ihr Heer unterstützen? Nein. Wir sprechen mit ihnen, um mehr über das Land zu erfahren. Dann teilen wir es in so viele Teile wie notwendig. Steht mal da! Soll das etwa eine Stadt sein? Nackte Ziegel und eine einzige Rune für ihren Gott! Diese Rune ist ein Kreuz, Dark. Das Kreuz, an dem ihr Gott geopfert wurde. Es krönt ihr Kloster als Zeichen der Verehrung. Dieses Kreuz hat ihn getötet und jetzt beten sie es an? Wie sonderbar! Wir schnitzen Figuren unserer Götter und tragen ihnen unsere Wünsche vor. Wie unsere Opfer an Odin, den Einäugigen. Aber wir verehren nicht den Wolf, der ihn tötet. Das ist der Unterschied. Für wie seltsam wir die Sachsen auch halten mögen, sicher denken sie dasselbe von uns. Der Hammer! Das ist ein würdiges Zeichen für einen Gott. Ein Blitz würde dieses Kreuz vom Dach holen. Seht mal! Was geht da vor sich? Rituelles Ertränken. Eine Taufe, Dark. Sind dir die Bräuche der Christen wirklich nicht bekannt? Gar nicht. Ich habe es nur vergessen. Und einer muss schließlich das Gespräch in Gang halten. Dort gibt es sicher nur Priester und Gläubige. Wir könnten den Hafen mit Leichtigkeit stürmen und die Reichtümer plündern. Gibt es denn dort etwas, das Reichtümern gleichkäme? Natürlich! Die formen kostbares Metall und schleifen Juwelen für ihre Heiligen. Da gibt es viele Schätze. Später, Doug. Dafür wird Zeit sein, wenn wir unser Lager aufgeschlagen haben. Na los, haltet die Boote an. Weg da drüben an. Der Weg wird durch eine Kette versperrt, die sie über den Fluss gespannt haben. Sie muss verschwinden. Eine Kette? Können wir sie zerschlagen? Sie ist zu dick für unsere Äxte. Aber vielleicht können wir sie von dem Lager auslösen. Ich mach das. Und ich werde direkt hinter dir sein. Nein, Doug, du bleibst hier. Sollte es Ärger geben, will ich, dass du das Schiff verteidigst. Eine gute Idee. Den Pfeil verschießen, aber die Äxte bereithalten, nicht wahr? Sowas in der Art. Kein Problem. Ich muss mich in Acht nehmen. Was geht da vor sich? Wir schaffen das!
Kette ist riesig und schlecht verankert. Vielleicht kann ich sie losschießen. Der Weg ist frei. Die Kette ist weg! Elbo, zurück zum Schiff! Wir sind fast da, sofern es keine weiteren Überraschungen gibt. Sigurd, lass uns zurückfahren. Verpassen wir den Hunden eine Abreibung und rauben wir ihre Schätze. Das wird ein Kinderspiel. Nicht heute, Doug. Wir fahren weiter, bis wir unser Ziel erreichen. Wir können uns keine Überraschungen mehr leisten. Bleibt wachsam. Es sollte nicht mehr weit sein. Götter, hab ich Hunger. Ich hoffe, sie halten Essen und Ale bereit, wenn wir ankommen. Du hättest jemanden vorausschicken sollen, Sigurd, damit sie anfangen zu kochen. Wenn es half dann, Uba und Iva, den Söhnen Ragnars in Englerland an Essen mangelt, werden wir alle hungern. Sei unbesorgt. Ach, ich sehe es vor mir. Ein Spanferkel saftig und zart. Und Ale so golden wie die Schätze, die wir da hinten zurückgelassen haben. Du bist ein Mann einfacher Freuden, was da? Und er kann sich glücklich schätzen. Ich für meinen Teil will in die Fußstapfen der Riesen treten, die dieses Land geformt haben. Welche Riesen? Die großen Römer und ihr Reich. Riesen einer vergessenen Zeit. Sie herrschten hier vor einer Ewigkeit und ihre Ruinen säumen noch heute die Landschaft. Jeder Ziegel, jeder Stein erzählt von Eroberung und Ruhm. Und jetzt liegen sie in Trümmern. Bereit, erneuert zu werden. Wir bauen ihr Reich Stein für Stein wieder auf. Unseres wird nicht zu Staub zerfallen. Alles endet einmal, Dark. Ruinen sind keine Warnung. Sind ein Zeugnis. Seht, gleich da vorn. Dort liegt das Lager der Söhne Ragnars. Endlich! Fester Boden unter den Füßen. Sigurd, warte. Irgendwas stimmt hier nicht. Gut beobachtet. Für ein Heer herrscht zu wenig Bewegung. Nur Zelte und wenige Männer. Nicht das Heer, das wir uns erhofft haben? Nein. Sehen wir uns das näher an. Das sind keine Nordmänner. Sie sind zerlumpt und schmutzig. Wir sollten zu Fuß weiter, damit sie die Boote nicht entdecken. Dag und ich gehen gemeinsam. Wir gehen alle. Wenn es Freunde sind, will ich sie als Jarl treffen. Wenn es Feinde sind, bekämpfen wir sie gemeinsam.
Wer sind diese Männer? Sie haben einen seltsamen Akzent. Englisch, ohne Zweifel. Dark Eivor, zu mir. Raunor Greif. Wen haben wir denn hier? Eine Bande schmutziger Dänen, die unsere Flüsse besudelt? Du da, sag uns deinen Namen. Ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg. Und ihr seid? Männer, die Dänen nicht wohlgesonnen sind, die in unser Lager einfallen. Ihr verschwindet besser, Heiden, und erspart euch das Gemetzel. Ihr fordert Nordleute mit dem Schwert heraus und erwartet, dass sie fliehen? Ich habe 8 Tage auf See verbracht. Meine Axt dürstet nach Blut. Ersparen wir uns das Gerede. Zieh deine Waffe, du Wurm! Oh! Erledigen wir sie! Wie ein Messer durchs Futter! Weiteren Überraschungen. Gut, ich überprüfe das Langhaus. Hilf mir, sei meine Augen. Eivor, sieh dir das an. Eine Falle. Vielleicht ist da drin etwas. Ich sehe nach. Wo bist du?
Sigurd, Dag, hierher. Die Männer hielten Gefangene. Ihr da! Bindet uns los! Lasst uns gehen und wir tun euch nichts! Mutige Worte für eine Gefesselte. Du gefällst mir. Wir sind umgängliche Leute, versprochen. Ihr müsst uns nicht töten. Ruhig, Freund. Wir haben nicht vor, euch etwas zu tun. Wie heißt ihr? Ich bin Yan Li, eine Händlerin. Keine Banditin wie die anderen. Das ist Ruadan. Ruadan, richtig. Ich bin Stallbursche, mehr nicht. Ich habe die Pferde versorgt, bis diese Rohlinge sie verkauft haben. Uns wollten sie auch verkaufen. Als Sklaven an den Nächstbesten. Eher hätte ich ihnen die Augen rausgerissen. Wie genau seid ihr hier gelandet? Wir wollten auf Jarl Halfdans Wunsch mit den Söhnen Ragnars handeln. Aber sie waren weg, als wir ankamen. Mach sie los. Die Söhne Ragnars? So ist es. Ich habe ihnen viele Pferde verkauft. Gute Männer. Sie haben immer angemessen gezahlt. Dem Lager nach zu urteilen, sind sie schon länger weg. Wo geht ihr jetzt hin? Was werdet ihr tun? Ich baue meinen Stall auf. Fange neu an. Ich habe Freunde und Verbündete, die mir helfen. Aber leicht wird es nicht. Jeder Ort braucht einen Stall, um die Pferde gesund und gepflegt zu halten. Ich werde schon Fuß fassen. Irgendwo. Was denkt ihr? Wir könnten die beiden in unserer neuen Siedlung gebrauchen. Wir hätten Zugang zum Handel und jemanden, der die Pferde im Blick hat. Daran dachte ich auch. Freunde der Söhne Ragnar sind auch meine Freunde. Oder, Dag? Was immer du für das Richtige hältst.
Yanli, Ruadan, ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg, Sohn von Styrbjörn. Das sind Eivor und Dark. Es steht euch frei zu gehen, aber ihr werdet mehr als willkommen zu bleiben und uns zu unterstützen. Sehr gern. Und sei es nur, um wieder auf die Beine zu kommen. Dann ist es beschlossen. Der Rabenclan heißt euch willkommen. Von Fremden zu Freunden zu Familie. Die anderen sind da. Kommt! Ich habe hier ein gutes Gefühl. Geehrte Familie, Freunde, willkommen in eurem neuen Heim. Gute Arbeit. Dieses Langhaus kann es mit jedem in der Heimat aufnehmen. Komm, Randvi hat etwas gefunden, das du sehen musst. Eivor, Sigurd, das ist Englerland mit seinen 4 Königreichen. Mercia, East Engla, Nordhümbre und Westsaxe. Von den wenigen Plänen und Karten hier schließe ich, dass die Söhne Ragnars weiter nach Mercia vorgedrungen sind. Hier. Meine Späher werden bald Gewissheit bringen. Und wo sind wir? Hier, in diesem namenlosen Wäldchen. Namenlos. Daran müssen wir etwas ändern. Wie nennen wir diesen Ort? Ich habe einen Vorschlag. Hrefnatorp. Das Dorf der Raben. Gefällt mir. Deine innere Poetin hat gesprochen. Eines Tages kennt ganz Englerland diesen Namen. Ein Name ist nur der Anfang. Wenn wir Ruhm wollen, müssen wir bauen, erweitern. Ich stimme zu. Wir sollten mit einer Schmiede beginnen. Kannst du Gunnar dabei helfen? Wir brauchen Waren. Vorräte. Die werden unsere Nachbarn liefern, ob sie wollen oder nicht. Wir sind gerade erst angekommen und schon ein Raubzug? Wir können diese Lande nicht erobern, indem wir bitten. Ich werde sofort mit Gunnar sprechen. Sehr gute Arbeit. Was hast du noch gefunden? Größtenteils...
erinnern. Ein schlechter Ort, Eivor. Wirklich nicht.